Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute bin ich mal mit meiner Frau in Paris unterwegs. Wir sind mal für ein Wochenende in die französische Hauptstadt gefahren und gucken uns jetzt mal hier um. Wenn ihr Lust habt, uns zu begleiten, mal Eiffelturm, Seine und was hier noch alles so zu entdecken gibt, anzuschauen, dann bleibt dran. Thank you.
man sieht es hier jede Menge los. Also so voll, wie man das liest, dass es hier sein soll, ist es tatsächlich. Ich habe gelesen, man soll so Fotos machen, ganz früh am Morgen hierher kommen, aber dann müssen wir erstmal gucken, ob wir so früh aus dem Bett kommen. Meine Frau schüttelt den Kopf, also nein. Okay, wir haben ein paar Fotos gemacht, wir haben uns ein bisschen umgeguckt. Rein gehen wir wahrscheinlich nicht, Mona Lisa kann man sich genauso gut im Internet angucken. Also geht's weiter. Eigentlich wollten wir nur kurz was essen. Hier war so ein Indoor-Food-Court. Aber da gibt es hier tatsächlich eine richtige Amüsiermeile mit Kino oben. Und hier ist so ein iFly, nennt sich das, wo man so selber da mit Luft von unten hochfliegen kann. Und jetzt haben wir hier was gegessen. Und ich muss sagen, Essen war wirklich gut. Nicht zu teuer. Kann man sich gefallen lassen. Und jetzt geht es wahrscheinlich noch Richtung Eiffelturm. Mal gucken. Kurzer Zwischenstopp auf dem Weg zum Eiffelturm. Wir kamen gerade hier mit der U-Bahn raus. Und wenn man schon mal hier ist, muss man sich das angucken. Wo sind wir? Notre Dame. Zumindest das, was wieder aufgebaut ist. Ich habe schon einiges gesehen, aber eine doppelstöckige U-Bahn war mir bis jetzt neu.
Ja, da sind wir am Eiffelturm. Aber der leuchtet oder blinkt besser gesagt einmal die Stunde immer zur vollen Stunde für 5 Minuten oder wie lange war das jetzt? Aber das darf man ja nicht zeigen. Das darf man nicht fotografieren und online stellen und auch nicht filmen und online stellen. Dafür müsste man sich eine Lizenz holen. Genau, da kommt ein Aufzug. Ach so, an dem Eiffelturm, ja. Genau, wir gehen jetzt nur noch ein bisschen gucken hier, vielleicht noch ein paar Fotos machen. Und dann schauen wir mal, bis später. Ich hätte ihn ja gern mal angefasst, so einfach mal so. Aber man kommt da gar nicht dran. Hier ist ringsrum 3 Meter hoher Zaun, überall Kameras. Man kommt da nicht dran. Also ich muss schon sagen, ne? Das ist ja ein Riesenteil. Man kennt den ja aus Bildern und sonstigem, aber dass der so groß ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir gehen jetzt mal noch weiter hier in den Park. Mal gucken, ob wir in den Park überhaupt reinkommen. Bisschen weiter weg, vielleicht kriegen wir den mal irgendwie ganz aufs Bild. Von hier geht es definitiv nicht. So, die sind alle hier, um sich den Eiffelturm anzugucken, nicht mich. Und lustig sind sie auch. Da sind schon echt viele Leute hier, muss man sagen. Also ich könnte es mir noch voller vorstellen, aber wenn es richtig Sommer ist und schön ist und hier auch die ganzen Absperrungen mal weg sind. So, praktischerweise hat es ja genau am Eiffelturm angefangen zu regnen. Wir wollten eigentlich noch bei Notre Dame vielleicht ein paar Fotos machen oder so, wenn es ein bisschen leerer gewesen wäre. Aber wir sind klitschnass geworden auf dem Weg zur Metro und haben dann gesagt, wir fahren zurück ins Hotel. Okay, ich denke, wir machen einen zweiten Vlog für morgen. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nächste Woche.